Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Unsere Widersacher haben wir leider nicht besiegen können, dort am Turm im Sumpf. Aber immerhin, wir leben noch. Geralt lebt noch. Triss hat uns gefunden. Wir sind im Händlerviertel, das wir überhaupt noch nicht kennen. Und insofern, denke ich, werden wir nach den ganzen Aufregungen der letzten Stunden und Tage mal ein bisschen hier schlendern und uns erstmal umschauen und gucken, was hier alles so los ist. Bisschen gemütlicher das machen. Also, wir orientieren uns erstmal. Wir sind im Händlerviertel hier, ziemlich mittig, da ist Triss Haus. Was kennen wir noch? Die alte Schmiede, okay. Dann ist dort ein Schmied, dort ist ein Kräuterkundler. Das ist das Gasthaus Neu-Narrakord. Und dort ist ein potenzieller Sensorstandort. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal geradeaus, um mal zu gucken, wie das mit diesem Gasthaus ist. Und damit wir wissen, wo wir hin müssen, wenn dann 18 Uhr ungefähr ist. Alles läuft nach Plan. Dass wir das Fest nicht verpassen. Okay. Aha, hier trifft man also auf Adlige. Auf dem Hauptplatz kursieren viele Gerüchte. Ist er betrunken? Ungeheuer? Fragt die königlichen Ritter, die vernichten diese Bestien. Ja. Wenn Foltest zurückkehrt, wirft er Wählerrat ganz bestimmt raus. Okay, also der ist hier scheinbar nicht sehr beliebt. Was ist das für eine ein Truppe? Ganz gefährlicher mit diesen Waffen auf dem Rücken. Gaukler sind hier am Werke. Ach, schaut mal, sie tanzt hier fast mit. Ich sah Soldaten Banditen befreien. Warum glaubt mir denn niemand? Okay, Soldaten haben Banditen befreit. Interessant. Was ist das? Na gut. Wir ernten hier mal nochmal nebenbei ein bisschen. Und dann hatte ich gesagt, ich wollte da geradeaus gehen. Ne? Was ist denn hier geradeaus? Das ist geradeaus. Oh, das ist alles unbekanntes Kraut für uns. Gut. Hier kommen wir nicht rein. Hier haben wir ein bisschen Werbung. Für. Ihr Zitat und schnelle Lösung vor. Ihr wollt nicht mehr als einmal zuschlagen. Dann ist der zweihändig geführte Kampfhammer Terminator die Lösung. Und hier, ihr legt Wert auf Tempo und Finesse. Sucht nicht weiter, nehmt das viroledanische Mini-Bastard-Schwert mit verlängertem Griff. Wow, ein Mini-Bastard-Schwert. Auch nicht schlecht. Wir haben noch eine Werbung. Sonderangebot diesen Monat. Massaker Langmesser. Jeweils nur 10 Orens. Komplettes Waffenangebot auf Lager. Sonderpreise für Ritter des Ordens. Na, großartig. Okay, gut. Da links geht es wohin? Zum Schmied. Wir machen mal einen kleinen Abstecher zum Schmied. Ist doch auch mal interessant. Oh, hier geht es aber noch viel, viel weiter. Das ist der Gerberplatz. Aber wir sprechen kurz mal mit dem Schmied. Seid gegrüßt. Zu meinen Spezialgebieten zählt mehr als das gewöhnliche Schmiedehandwerk. Ihr seid ein Schwertschmied. Ihr kennt euch aus. Kann ich behilflich sein? Das ist ja interessant. Ja, das heißt, wir können vielleicht unser Silberschwert verbessern. Wir haben da, glaube ich, schon irgendwie so einen Gegenstand dafür. Würdet ihr einen Blick auf mein Schwert werfen? Ich würde es gerne aufwerten lassen. Ehe ich das Schwert begutachte, müsst ihr mir einen Edelstein bringen. Edelstein haben wir, ne? Ein Edelstein? Wieso nicht Gold? Ich will keine Steuern und Zunftgebühren bezahlen. Ich nehme lieber Waren im Tausch gegen meine Dienste. Was wollt ihr? Ein Edelstein, der sich für den Griff einer Waffe für den Grafen de Wett eignet. Okay, ich meine, wir haben zufällig einen Edelstein gefunden, nämlich einen Saphir. Ich würde sagen, den geben wir ihm mal. Mal sehen, was ich tun kann. Er hat gar nichts im Angebot? Ah, nee, wartet mal. Jetzt können wir die Rune der Erde nutzen. Aber ich will damit das Silberschwert verbessern. Nee, das können wir ihm nur verkaufen. Ach, das ist ja doof. Wozu haben wir das getan? Das ist ein Betrüger, Leute. Ja, toll. Okay, also hier gibt es nichts Neues. Sprech nochmal mit ihm. Mal sehen, was ich tun kann. Nee, da verändert sich nichts. Ich hab's mir anders überlegt. Oh. So,
So, hat er uns das jetzt zurückgegeben? Nein, den hat er behalten. Na gut, vielleicht kommt der Moment, wo er Idee hat, wie er uns helfen kann. Keine Ahnung. Ich hoffe, das war jetzt nicht ganz umsonst. Wir haben hier noch ein Poster. Orden der Flamme, Rose, ewiges Feuer ist unsere einzige Hoffnung. Tragt die silberne Rüstung und kämpft für das Wohl und die Rettung der Menschheit. Wir bieten zahlreiche Privilegien, einschließlich Steuerbefreiung, einen attraktiven Anteil an von Terroristen und Feinden der Menschlichkeit beschlagnahmten Gütern, kostenlose Ablässe, durchgeführt von hochrangigen Priestern und Ausbildungskurse. Okay. Das Maribor-Tor ist dort hinten. Ihr entführt Kinder und macht sie zu Hexern. Ihr solltet euch schämen. Das sind nur Märchen. So, und wo ist jetzt... Da ist das Gasthaus. Drüben sind die städtischen Kloaken. Oh, warte mal, gibt es hier auch einen Eingang zu den Kloaken, den wir noch nicht kennen? Drobian. Faszinierend. So, Myrte nehmen wir aber gerne mit. Jetzt gucken wir mal... Wir begutachten mal den Ort, wo das Fest stattfindet. Neu-Narrakord. Hervorragend. So, die Kinder kommen hier gleich an. Oh, ihr seid unheimlich. Dann lauft lieber weg. Euer Haar ist weiß wie Milch. Wie kommt das? Was haben wir hier? Juwelier Schuppenbach. Jeder Ring ist eigen. Eigenartig, wollte ich sagen. Hier sind Trunkenbolde. Und wir haben eine neue Anschlagtafel. Auch interessant. Und eine Kurtisane. Habt ihr auch zu Carmen gehört? Oder ob es hier eine andere Puffmutter des Viertels gibt? Vielleicht. Oh mein Gott, was haben wir denn für alles für Aufträge? Vivem-Vertrag, Kikimore-Vertrag, Ghoul-Vertrag, Flatterer-Vertrag. Oh nein, hätte ich doch das nicht... Oh, okay. Gorgo-Vertrag, Greivel-Vertrag, Archespor-Vertrag. Ja, na gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal alles. Und ich fürchte, wir müssen das auch noch lesen. Also, im Namen von König Foltes wird Stadtvogt Velerat jeden belohnt, der 5 Gravei töten kann. Als Beweis sollen ihre Gebeine abgeliefert werden. Wir brauchen den Graveis-Eintrag. Ich glaube, den haben wir. Gut. Weiter, Gorgo-Vertrag. Ich brauche 5 Gorgonenfedern. Gute Bezahlung, fragt nach dem Schreiber im Rathaus im Händlerviertel. Gorgo-Eintrag haben wir, glaube ich, auch schon. Flatterer-Vertrag für die Fangzähne der als Flatterer bekannten Vampire, die Unruhen wie Sima stiften, hat Stadtvogt Velerat eine Belohnung ausgesetzt. Um die Belohnung zu erhalten, muss der Jäger Fangzähne von 3 Flatterern vorlegen. Das ist natürlich ärgerlich. Einen habe ich aufbewahrt, aber wir hatten schon mehr als 3. Ach, na gut. Okay, Ghoul-Vertrag. Im Dienste der Sicherheit Visimas hat Stadtvogt Velerat ein Kopfgeld für die Vernichtung von 12 Ghulen ausgesetzt. Als Beweis müssen Fiolen ihres besudelten Blutes ins Wachlokal gebracht werden. Das könnte sein, dass wir das schon erledigt haben. 12 mal Ghulblut, bin ich mir nicht sicher. Ja, haben wir schon. Sehr gut. Okay, dann Kikimore-Vertrag. Die Kikimoren sind böse und niederträchtig, daher sagt Stadtvogt Velerat jedem, der sie tötet, eine Belohnung zu. 10 Kikimoren-Klauen bescheren euch ein prades Geldsäckel. 10? Haben wir den Eintrag schon? Weiß ich nicht. Müssen wir prüfen. Vivern-Vertrag. Okay, 3 Scheiben Vivern-Fleisch. Wir haben ja noch die Vivern-Insel. Das lohnt sich. Für den Schankwirt. So, und jetzt werden wir, glaube ich, die Verträge hier wieder... Immer Probleme... in die Ecke schmeißt. Ich meine, wir können es auch ins Lager tun. Ist auch ein bisschen, aber naja. So, zack. Schaut mal, es sieht aus wie so ein Pentagramm oder so. Aus Verträgen. So, ja, die Kurtisane, die hat doch hier ein bisschen anderen Stil. Habe ich den... die 2 lassen wir nicht liegen. Edler Herr. Macht ihr mir einen Antrag? Ihr irrt euch, Herr. Ich warte auf einen Antrag von euch. Mhm. Was können wir denn jetzt... Oh, wartet mal. Können wir irgendeinen Ring zeigen, der uns hier hilft? Und was ist das? Das nehme ich nicht an. Okay, das hat sie jetzt nicht wirklich beeindruckt. Edler Herr. Macht ihr mir... Ihr
Ihr irrt euch. Okay, wir können sie bezahlen. Wir könnten ihr auch irgendwas schenken. Was wird sie wohl mögen? Von dem, was wir dabei haben. Vielleicht ein flatterer Fangzahn? Nein, bestimmt nicht. Ein Bonbon ist auch irgendwie dämlich, oder? Aber ein goldener Saphirring ist es mir nicht wert. Vielleicht ein bisschen Toussaint Rot? Hm? Das nehme ich nicht an. Okay, alles klar. Wir kommen später vielleicht nochmal zurück. So, was haben wir hier? Ein Waffenschild. Ein anderer hat euch geschickt. Hat euch die Zunft geschickt? Niemand schickt mich. Vergebt mir. Man hat mich vom Markt verjagt, weil ich der Zunft nicht beitreten wollte. Ich interessiere mich nur für euer Angebot. Entschuldigt mein vorschnelles Urteil. Seht euch um. Warum wollt ihr der Zunft nicht beitreten? Jemand versucht, die Zunft zu übernehmen. Außerdem hasse ich Vorschriften, die mich zwingen, den einen gratis Waffen zu geben und mit anderen keine Geschäfte zu machen. Wer will die Zunft übernehmen? Jemand mit mächtigen Beziehungen. Selbst die reichsten Kaufleute fürchten ihn. Eine große Menge Waffen wurde bestellt. Die können nur für den Großmeister oder den König von Nutzen sein. Okay. Das ist interessant. Danke für die Information. Viel Glück. Gern geschehen. Gut. Gibt keinen Eintrag. Ist nur so ein Hintergrundinfo. Aber ich will doch nochmal gucken, möchtet was er hat. Was bietet ihr denn feil? Ich kaufe und verkaufe Waffen. Die besten der Stadt. Kein Kunde hat sich je beschwert. Wir werden sehen. Urteilt selbst. Warum glotzt ihr so? Das werde ich tun. Wir werden urteilen. So, was haben wir hier? Auch bei ihm die exzellente Lederjacke. Was ist das? Zeremonienschwert von Daedwin. Ein Stahlschwert, das dem Kampf gegen Menschen dient. Ja, okay. Schaden minus 30%, aber Chance auf Crit entwaffnen 60%. Ja, Schaden minus 30, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist zwar teuer, aber bin nicht überzeugt. So, wir haben die schönen 20% Malmsteine hier. Davon haben wir allerdings noch 5. Ich glaube, da müssen wir nicht unbedingt kaufen. Wir können uns einfach merken. Und wir haben einen Voodoo-Runenstein. Stärkt die Klinge vorübergehend mit Magie. Erhöht die Chance, einen Gegner zu treffen, um den zugefügten Schaden und den zugefügten Schaden um 20%. Wir haben ja schon sowas ähnliches, Rune der Erde. Ja, gut. Wir wissen bloß noch nicht, wie man es nutzt, ne? Eben, das war ja eine ziemliche Pleite. Aber okay, können wir uns merken. Ganz interessantes Angebot. Oh, im Fass finden wir Kräuterwodka. Den nehmen wir doch mit. So. Und hier? Hier soll doch nachher die Feier stattfinden, ne? Wachturm und Gasthaus. Das Gasthaus hab ich. Ah, die Gasthaustür. Ja gut, da gucken wir natürlich nochmal rein, wo wir jetzt schon hier sind. Oder geht das jetzt hier schon los? Nein, nein, nein. Gott sei Dank. So, wir lernen noch erstmal was über diesen Ort kennen. Neu-Narrakord. Das Neu-Narrakord ist ein großes und vorzügliches Gasthaus, in dem sich die bedeutendsten Leute Visimas treffen. Man kann sich bei einem Glas Wein eines anregenden Gesprächs erfreuen. Man kann würfeln oder seine Kräfte mit den besten Faustkämpfern der Stadt messen. Abends finden im Neu-Narrakord Empfänge statt, bei denen nur geladene Gäste Einlass finden. Okay, hier ist also auch der Ort, wo wir Faustkampf betreiben können. Und ich sehe gerade, Rittersporn ist hier. Ich wollte keine Schleichwerbung machen. Geralt, ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich bin nicht in der Stimmung für Musik. Wir sehen uns später. Geralt, ich habe versprochen, diesen Leuten aufzuspielen, aber ich habe meine Laute nicht. Dann habt ihr ein Problem. Geralt! Irgendwie ist dieser Rittersporn eine ziemliche Witzfigur hier in diesem ersten Teil von Witcher. Also, im Buch, finde ich, ist er gar nicht so lächerlich, wie er teilweise auch in der Serie dargestellt wird. Und hier sowieso, da ist er schon auf jeden Fall eine sehr extrem bekannte, beliebte Person, der auch wirklich gute Musik und gute Kunst macht. So wird er da dargestellt. Klar,
Ist natürlich ein Halodri, aber dennoch. Was ist mit eurer Laute geschehen? Lange Geschichte. Und irgendwie peinlich. Was zu trinken? Na los. Obwohl, wir müssen aufpassen. Warum nicht? Okay, Rittersporn. Da ist was dazugekommen. Rittersporn ist in Schwierigkeiten geraten und ich musste ihm raushelfen. Alles, was ich über ihn gehört habe, hat sich als wahr erwiesen. Ja gut, trinken wir jetzt oder was? Naja, erstmal sprechen wir noch ein bisschen. Was ist so Besonderes an dieser Laute? Ich bekam sie von Toruwil, damals im Blumental, schon vergessen? Gut, wir wissen es ja nicht, weil wir alles vergessen haben. Wer ist Toruwil? Die Elfin aus den Blauen Bergen. Ihr habt ihr ganz schön die Nase verbeult, als ihr euch das erste Mal begegnet seid. Wo ist sie jetzt? Angeblich soll sie sich den Skoyatel angeschlossen haben. Ich frage mich, ob sie noch lebt. Im Blumental? Ich habe sogar eine Ballade darüber geschrieben. Wo der Teufel gute Nacht sagt. Die singe ich heute Abend. Ich erinnere mich nicht. So, aber da war noch mehr zu besprechen. Geralt. Ah, warte mal. Heute Abend? Das heißt, er will auf dem Empfang singen? Wie kommt ihr ins Händlerviertel? Persönlicher Charme und Ruhm öffnen viele Türen. Ich bezweifle, dass die Stadtwachen Poesie zu schätzen wissen. Geralt, ihr seid so ahnungslos. Ich habe mit einem reichen Kaufmann gesprochen, dessen Tochter bei mir Laute spielen gelernt hat. Durch seine Kontakte konnte er mir einen Pass besorgen und hat so sein Verständnis für die Kunst demonstriert. Leider sind wir keine Freunde mehr. Wahrscheinlich wegen der Tochter. Was ist hier? Singen? Okay. Zapachniało powiele jesieni, z wiatrem zimnym uleciał słów sens. Tak być musi, niczego nie mogą już zmienić brylanty na końcach twych rzęs. Tam, gdzie mieszkasz, już biało od śniegu, szklą się lodem jeziora i błota. Tak być musi, już zmienić nie może niczego zaczajona w twych oczach tęsknota. Wróci wiosna, deszcz spłynie na drogi, ciepłem słońca serca się ogrzeją. Tak być musi, bo ciągle się tli w nas ogień, wieczny ogień, który jest nadzieją. Ja, toll. Großartig. Ich glaube, das ist durch eine Mod dazu gekommen. Aber das war richtig toll. War scheinbar polnisch, vermute ich mal. Falls jemand hier polnisch kann und spricht, vielleicht kann ein Link zur Übersetzung reinstellen oder vielleicht eine kleine Übersetzung mitliefern in den Kommentaren. Würde mich sehr interessieren, was hier gesungen wurde. So, mit Rittersport trinken klingt verführerisch, aber ich will erstmal hier bei Verstand bleiben, weil wir noch ein bisschen was klären müssen. Patrick von Weize. Den sprechen wir mal an. Ein Hexer. Es hieß, eure Art wäre ausgestorben. Beinahe. Ich bin Geralt. Ich möchte meinen richtigen Namen lieber nicht nennen. Ihr wisst schon, Rittergelübde. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich Patrick de Vaisy nennen. Von der Flammenrose? In der Tat. Ich gehöre dazu. Vielleicht könntet ihr mir beistehen. Wobei? Meine Schwester. Wollt ihr euch ihre Geschichte anhören? Eines Tages fanden wir sie bewusstlos im Bett. Blut lief aus Bisswunden an ihrem Hals. Wir hatten keinen Zweifel. Ein Vampir. Bisswunden müssen nicht zwangsläufig von einem Vampir stammen. Diese schon.
Nach einer gewissen Zeit verschwand meine Schwester. Sie muss verwandelt worden und dann geflohen sein. Wenn sie eine Vampirin ist, muss ich... Ich möchte nur, dass ihr sie findet und unseren Verdacht bestätigt. Okay, ich meinte, das ist ein klassischer Hexerauftrag. Na gut. Ich suche nach eurer Schwester. Ihr solltet keine Mühe haben, sie zu erkennen. Niemand übersieht ihre azurblauen Augen. Sie ist eine schlanke, wunderschöne Blondine. Ich werde tun, was ich kann. Naja, wir haben ja schon einige schöne Damen getroffen. Blauauge. Okay, wir können noch mal mit ihm sprechen und über Siegfried reden. Ja? Kennt ihr einen Siegfried von der Nesle? Oh ja. Was gibt es Neues über ihn? Er soll befördert werden. Wahrscheinlich ist er es schon. Wir reden nicht miteinander. Könnt ihr sagen, warum? Seit dem Sumpf ist er völlig verändert. Ich sagte zu ihm, ehrenwerter Siegfried, ich gratuliere euch. Eure Ehre und euer Glaube haben den heidnischen Pöbel vertrieben. Er sah mich seltsam an und antwortete, ehrenwert? Vielleicht. Ehre und Glaube? Gewiss nicht. Wir waren siegreich, weil sie hungrig und schlecht bewaffnet waren. Ein bisschen Blut und schon vergisst er alles über Ehre. Er sollte dem Beispiel seines Vaters folgen. Wo kann ich ihn finden? Seinen Vater? Er wurde von einer Manticora getötet. Ich meinte Siegfried. Er bildet vor dem Sitz des Ordens im Tempelbezirk Rekruten aus. Gut, das wissen wir ja eigentlich. Aber interessant, das heißt, Siegfried scheint Zweifel zu haben. Das kennen wir bisher noch gar nicht, weil er macht immer den Eindruck, als hätte er überhaupt keine Zweifel. Alle beschweren sich über Foltest, aber wartet nur, bis Adda den Thron besteigt. Ah, Adda, ja, die würde ich gerne kennenlernen. Ihr seid ein gut aussehender Mann. Danke. Aber ich habe schon einen Partner. Okay, alles klar. Die Sicherheitswache. Meister Leuwarden bittet um 6 Uhr heute Abend um eure Gesellschaft. Ja, 10 Uhr, ein bisschen Zeit ist noch. Fassregal. Ja, hier wollen wir aber nichts klauen. Der Schankwirt ist hinten drin. Ach nee, das... Okay, alles klar. Ja, wir müssen sowieso wahrscheinlich hier rumgehen und mit ihm sprechen. Ich habe nicht alle Tage illustre Kunden wie euch. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? Nein, das ist nicht Leuwarden. So, können wir hier schon was abgeben? Nee, das war nicht bei ihm, ne? Er wollte irgendwas anderes haben. Erzählt mir von den Treffen, die oben stattfinden. Der edle Leuwarden von der Kaufmannszunft mietete den ersten Stock meines Gasthauses. Ich soll Essen und Trinken liefern und den Mund halten. Ich bin eingeladen. Erzählt mir mehr. Seid ihr? Dann wisst ihr, was ihr wissen müsst. Wenn nicht, so respektiert mein Schweigen. Vielleicht löst etwas Gold eure Zunge. Ich mag Gold, aber ihr könnt mir unmöglich mehr zahlen als Leuwarden. Außerdem will ich seine Unterstützer nicht verprellen. Wer unterstützt Leuwarden? Ruhe, ich habe schon zu viel gesagt. Bleibt still! Schade. Das wäre eine interessante Information gewesen. Vergebt mir, ich bin beschäftigt. Oh, okay, wir können jetzt erstmal nicht mit ihm sprechen. Schade. So, die Kellnerin ist aber auch interessant. Verflixt. Ich habe die berühmte weiße Soße des Kochs auf die roten Handschuhe einer Dame verschüttet. Das gibt Ärger. Kann ich helfen? Wie? Wir haben aber gerade keine Handschuhe, ne? Oder? Haben wir welche? Warum sagt er das so selbstbewusst, als hätten wir welche? Wollen wir ihr Geld geben? Ach, was ist Geld schon? Gegen die Zuneigung einer schönen Kellnerin. Wir haben doch keine Handschuhe im Inventar. Ich kann euch das Geld für die Handschuhe geben und ihr bezahlt die Frau. Ihr seid wahrlich ein Schatz. 100 Ohrens, na kommt. Wunderbar. Danke. Da habt ihr ihn. Ich erzähle euch ein Geheimnis, das ihr nicht verraten dürft. Als Belohnung. Das hier sind Frauentränen. Machen den größten Trunkenbold im Handumdrehen wieder nüchtern. Das könnte nützlich sein. Na, das ist doch wirklich ganz interessant. Oh, das ist sogar eine Formel. Und wir haben es... Oh ja, großartig. Warte. Das ist ja fantastisch. Haben wir das auch einmal erhalten? Unbekannter Trank. Katze, Waldkauz.
Weiße Möwe. Frauentränentrank. Zweimal hebt die Wirkung von Alkohol auf. Super. Ja, das hat sich gelohnt. Dafür hätte ich die 100 auch sowieso ausgegeben. Dieser Trank hebt Trunkenheit augenblicklich auf und macht ohne Kater wieder nüchtern. Sehr gut. Dorfhexen verkaufen diesen Aufguss an Frauen, deren Männer zu häufig die örtlichen Gaststätten frequentieren. Hexen, die nicht mit den arkanen Geheimnissen Alchemie vertraut sind, kennen meist nur eine einzige Methode, Frauentränen herzustellen. Nämlich zu weinen, vermute ich. Ja, super. Das ist cool. Keine so. Herausforderer? Kämpft ihr oder seht ihr zu? Bleibt still, Schwänze! Hier oben ist Boxkampf. Darauf habe ich im Moment ehrlich gesagt keinen Bock. Darauf kommen wir noch zurück. Ich will aber gerne in mein Inventar. Vergebt mir. Ja. Ich bin beschäftigt. Ich fürchte, wir müssen jetzt einen doofen Trick mal anwenden. Nämlich einmal raus und einmal wieder rein und dann spricht er wieder mit uns. Vermute ich mal. Ihr bringt eure Mutter lutscht Zwergen. Ihr seid herzlichst willkommen. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? Genau. Okay, wir können noch ein bisschen mehr mit ihm sprechen. Reizendes Gasthaus. Ihr habt gewiss viele illustre Gäste. Stimmt. Doch seit der Notstand gilt, waren's nicht so viele. Noch andere interessante Kunden? Ihr seid neugierig. Ein schlechter Zug. Ich habe auch einen schlechten Zug. Ich bin habgierig. Okay. 233. Nee, das geht zu weit. Raus hier. Oh, ich will doch nur mein Lager. Ah, Leute. Tut mir leid. Das ziehen wir jetzt noch durch. Nee, das müssen wir nicht durchziehen. Das kann ich auch ohne euch machen. Das ist nicht so spektakulär. Ich will noch eine letzte Sache machen. Da hinten war auf der Karte zumindest eingezeichnet Wachturm. Ah, wir können hier tatsächlich rein. Das gucken wir uns auch nochmal an. Wachlokal. Ah, ist es hier, wo man seine Aufträge abgeben kann, möglicherweise? Die Stadtwache. Wir können nach oben. Armbrustschütze, Infanterist. Sprech mal mit dem. Ihr gehört nicht hierher. Ja. Für die Flammenrose. Das stimmt. Und wo geht's hier rein? Es ist unser. Nochmal zurück ins Händlerviertel. Ja. Wo sind wir denn jetzt angekommen? Was ist denn das für ein. Okay, wir sind an einer komplett anderen Ecke. Alles klar. Ich gucke nochmal ganz kurz hier in die Quests, weil ein Auftrag, den haben wir schon erledigt, ne? Da müssen wir aber zu Velerath selbst. Gut. Das ist scheinbar nicht hier. Liebe Leute, mir ist diese Abkürzung nicht ganz geheuer im Moment. Wir gehen mal wieder runter und werden den anderen Teil des Ortes hier weiter erkunden. Genau, aber vorher werde ich nochmal reingehen und ein bisschen Lager sortieren, gucken, was wir vielleicht verkaufen können. Ja, und was ist der Plan? Ich denke, wir gehen mal hier unten an der Mauer lang. Ah, hier ist noch ein Kräuterkonter, den haben wir gar nicht getroffen. Die Kloaken werden wir untersuchen. Wir gucken uns mal das Maribor-Tor an. Ah, es gibt so viel zu erkunden. Ich freue mich schon drauf, was hier alles passieren wird. Das nächste Mal erleben wir mehr. Bis dahin, macht's gut, euer Steinbein.